Die Stadt der Zukunft ist eine unbestimmbare Variable. Vor allem das Leben in Megacities steht vor großen Veränderungen. Heute geht man davon aus, dass in wenigen Jahren fast 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben, jeder zweite davon in Großstädten. Audi hat die Herausforderung angenommen, Wege in eine nachhaltige und verantwortungsvolle Zukunft aufzuzeigen und voranzutreiben. Ziel ist es, den Übergang in ein neues Zeitalter der Mobilität aktiv zu gestalten. Nicht im Alleingang, sondern im Zusammenspiel mit internationalen Experten. Wir haben verstanden, dass Audi die Frage nach der Mobilität in der Stadt der Zukunft nicht alleine beantworten kann. Kein Unternehmen, kein Städteplaner und keine Regierung wird das können. Und wir müssen uns vernetzen. 2010 lobt Audi erstmals den internationalen Architektenwettbewerb Audi Urban Future Award aus. Die Aufgabe der Teilnehmer ist es, Visionen zu kreieren, wie die Mobilität der Zukunft aussehen kann. Es überzeugt das Konzept des Berliner Architekten Jürgen Meyer-Haar. Der Verkehr in der Stadt der Zukunft wird ein ständig fließender Verkehr sein, wo die Autos sich konstant durch die Stadt bewegen. Das Auto wird von einer Fahrmaschine hin zu einer Erfahrungsmaschine und die Stadt neu erlebbar machen und gibt auch wieder Platz an die Fußgänger zurück. Im Vorfeld des Audi Urban Future Summits haben Audi-Experten schon den Blick ins Allerheiligste von Audi gewährt, in Forschung und Entwicklung und so die Veranstaltung vorbereitet. Beim Summit werden die Erkenntnisse mit Wissenschaftlern, Architekten, Politikern, Audi-Experten und Journalisten diskutiert. Ich bin wirklich erstaunt über den enormen intellektuellen Anspruch und die Kapazitäten hier. Der Summit ist wie die Miniaturausgabe einer Stadt. Das Insight-Team sammelt, filtert und trägt die Impulse der externen Experten ins Unternehmen. Dadurch werden Denkanstöße gegeben, Diskussionen angeregt, reagiert und agiert. Und das hat dazu geführt, dass pilotiertes Fahren in Zukunft keine reine Science-Fiction mehr sein soll. Mit der Fokussierung auf innovative Ultraschallsensorik will Audi den Traum vom unbemannten Fahren wahr werden lassen. Bereits jetzt können Audi-Prototypen unbemannt einparken oder den 4300 Meter hohen Pikes Peak in Colorado bezwingen, ganz ohne Fahrer. In unserer Vision für den Audi Urban Future Award 2010 haben wir Autos spekuliert, die ständig miteinander kommunizieren und mit der Stadt im Austausch sind. Und Audi nimmt genau diesen Aspekt auf und führt es weiter mit Audi Connect. Projekte der Audi Urban Future Initiative regen weltweit zum Diskurs an. Auf Ausstellungen, im Rahmen von Forschungsprogrammen, gilt es umzudenken, Bestehendes in Frage zu stellen. Eine entscheidende Voraussetzung für permanenten Fortschritt. Die Stadt, die DNA der Stadt, ist wie eine Ansammlung vieler verschiedener Elemente. Die DNA eines Autos ist ebenfalls eine große Ansammlung von Elementen. Das Auto muss eine Vielzahl von Elementen einbeziehen, die nichts mit den vier Rädern zu tun haben, die es bewegen. Und Audi geht noch einen Schritt weiter. In diesem Jahr wollen wir mit dem zweiten Audi Urban Future Award an den Dialog anknüpfen, den wir im Jahr 2010 mit dem ersten Award erfolgreich begonnen haben. Um Städte weltweit verstehen zu können, stellen wir Architekten die Aufgabe, urbane Herausforderungen ganz bestimmter Metropolregionen zu erkennen und sie zu lösen. Wir werden neue Visionen als Anstoß verstehen und City-Dossiers erstellen. 5 Architekten entwerfen 5 Szenarien für 5 Metropolregionen. Für die jeweiligen Regionen sollen Visionen und Lösungsansätze erarbeitet werden für einen Übergang zu einer nachhaltigen Mobilität und Infrastruktur im Rahmen der spezifischen Gegebenheiten. Als Kuratoren der Audi Urban Future Initiative ging es uns mit dem ersten Award 2010 um eine generelle Öffnung des Themas der Mobilität in Städten dieser Welt. Mit dem Award 2012 geht es uns nun darum, Metropolregionen zu untersuchen und die Problemstellungen, die sich Urbanität und Mobilität stellen, visionär neu zu beantworten. Die Verleihung wird dieses Jahr in Istanbul stattfinden. Eine Stadt, die mit ihrer rund 2000 Jahre alten Geschichte als Brücke zwischen Europa und Asien das Thema Grenzen für sich neu definiert hat. Ich bin überzeugt, dass wir Meilensteine setzen
und den Durchbruch auch schaffen können. Den Durchbruch in eine nachhaltige und in eine mobile Zukunft.